Ja, herzlich willkommen bei Chemical Shark, Hashtag Quick Not Dirty, und heute geht es um den Express Interior Cleaner von P&S, einem Innenreiniger, den du einsetzen kannst auf Klavierlack, Leder, Kunststoff, Plastikteilen, Aluminium, also quasi den gesamten Innenbereich von deinem Auto. Zudem ist der sehr, sehr günstig, und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Die Shocking Shorts der Autopflege, Hashtag Quick Not Dirty, Autopflegetipps. Und heute geht es um den Express Interior Cleaner von P&S. Der Express Interior Cleaner ist pH-neutral. Den kannst du für alle Bereiche im Auto einsetzen, im Innenbereich, außer den Scheiben. Er kann verwendet werden für Klarlackbereiche, er kann verwendet werden für Holzapplikationen. Er ist ein super Lederreiniger, wie gesagt, pH-neutral. Und dadurch also sehr, sehr sanft zu dem Material. Es gibt jetzt mehrere Verarbeitungsmöglichkeiten, wie du ihn anwenden kannst. Zum Beispiel mit direkt auf das Tuch sprühen oder aufs Tuch sprühen und dann mit einer Bürste verarbeiten oder direkt über die Bürste verarbeiten oder hier über so einen sanften Pinsel für Klarlackapplikationen. Wenn du es mit Leder reinigen willst, dann nimmst du eine entsprechende Nylonbürste, wie hier jetzt die von Wellet Pro oder von Brown Brushes von Wheelwoolies. Die entsprechende Lederbürste ist auch sehr, sehr gut geeignet. Er schäumt dann leicht auf und danach kannst du den einfach mit einem Mikrofasertuch wieder abtupfen oder mit einem Baumwolltuch wieder abtupfen. Er hinterlässt keine Rückstände oder Schlieren. Das heißt also, da hat er auch einen extremen Vorteil. In der Kombination, muss ich wirklich sagen, ist es für mich eigentlich der beste Innenreiniger. Also das heißt, aus der Kombination, er lüftet vollständig ab, hinterlässt keine Schlieren, du musst danach nichts mehr anlösen. Und er riecht sehr angenehm, riecht so ein bisschen nach Zimt, aber jetzt auch nicht übertrieben. Und das verflüchtigt sich auch wieder sehr, sehr schnell. Also auch das sehr angenehm, er nimmt die ganzen unangenehmen Gerüche mit. Auch in der Haptik ist der Express Interior Cleaner sehr, sehr angenehm. Also das Material fühlt sich super angenehm danach an. Es ist also nichts Öliges, ist kein Rückstand. Es gibt kein unangenehmes Gefühl an den Fingern. Auch am Lederlenkrad oder so Sachen, die könnt ihr auch alle damit reinigen, ist der Express Interior Cleaner super. Er ist auch sehr, sehr günstig. Link findet ihr unten. Vielleicht so zwei, drei Tipps noch als Zubehör. Es gibt mittlerweile bei uns ganz neu einen entsprechenden Detailing-Pinsel für den Innenbereich, wo überall mit hinkommt. Der ist super sanft. Es gibt, wie gesagt, die Lederbürsten von Braun oder von Wellet. Das Two-Face-Tuch wäre ganz gut oder ist ganz gut geeignet für den Express Interior Cleaner. Wenn ihr danach Klavierlackbereiche noch mal so ein bisschen aufpeppen wollt, wollt ein bisschen mehr Glanz haben, dann natürlich auch von P&S immer wieder super der entsprechende Beatmaker. Mit dem könnt ihr dann auch wieder einen Glanz und eine Klette hinbekommen. Wie gesagt, diese Kombination ist also auch sinnvoll. Normalerweise ja ein Lackprodukt, aber Klavierlack im Innenbereich auch danach super geeignet. Ja, das soll es gewesen sein. Wenn dich unsere Videos interessieren, dann hinterlasst doch ein Like und ein Abo. Hilf uns, damit wir mehr Abonnenten bekommen. Das soll es gewesen sein. Kleiner Hinweis noch, am kommenden Dienstag, also das heißt übermorgen, gibt es unser großes Osterspecial. Da würde ich mich auch freuen, wenn du wieder dabei bist. In diesem Sinne, bis bald, mach's gut und bleib gesund.